Hallo Fotofreunde, in diesem Video geht es darum, wie man ein gutes Foto eindeutig identifizieren kann. Das ist allerdings nicht das einzige Thema, worüber ich in diesem Video mit euch reden möchte. Es geht natürlich auch um meine 12 Favoritenbilder aus 2019, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und natürlich, und das ist, glaube ich, das Spannende, ein bisschen was zur Bildentstehung. Aber zurück zur Eingangsfrage. Was ist eigentlich ein gutes Bild? Und ja, jetzt zum Jahreswechsel darf man natürlich so eine biblische Frage sicherlich stellen. Warum ist die biblisch? Weil ich glaube, das ist sicherlich ein Thema, das wurde schon ganz oft diskutiert und es wurde sich da sicherlich auch schon der ein oder andere Kopf gegenseitig eingeschlagen, wann ein Foto gut und wann ein Foto schlecht ist. Ich möchte unter anderem mit diesem Video erreichen, dass wir halt auch mal gerne strittig darüber diskutieren, was für euch ein gutes Foto ausmacht. Gerne in die Kommentare. Ich fange jetzt einfach mal an. Wie kommt es dazu, dass ich mir jetzt gerade ausgerechnet so Gedanken mache? Das ist relativ einfach. In diesem Video geht es ja auch um meine ganz persönlichen 12 Lieblingsbilder, die ich in 2019 geschossen habe. 12 deswegen, weil das Jahr Nummer 12 Monate hat und irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Und der oder diejenige, die das auch schon mal gemacht hat, die wird erleben, wie schwierig das ist. Natürlich ein bisschen abhängig von der Fotoanzahl, die man gemacht hat. Ich glaube, bei mir sind an die 18.000 und ein paar kleine übergeblieben, nachdem ich mich mittlerweile immer zwinge, konsequent einfach auch zu löschen. Ja, und wenn man von all diesen Fotos sich zwingt, so wie ich, 12 Lieblingsfotos zu bestimmen, muss man halt ein gewisses Prozedere entwickeln, um das zu schaffen. Und deswegen meine Eingangsfrage, was ist ein gutes Bild? Und ich glaube, kein Mensch auf dieser Welt kann das final und abschließend festsetzen, weil das natürlich auch immer ein subjektiver Faktor ist. Ich habe mal so 3 Ansatzpunkte für mich gefunden, aber wohlgemerkt auch nur für mich, wie ich da vorgehe. Also Punkt 1 ist einmal ein technisches Kriterium. Ein Bild, was extrem über- oder unterbelichtet ist, wo ich auch in der Nachbearbeitung das maximale Potenzial nicht mehr raushole, ist für mich technisch kaputt. Das kann auch kein gutes Bild sein, selbst wenn der Rest geil ist. Das Gleiche ist, wenn ich falsch belichtet habe und deswegen verwackelt habe. Wenn ich den Fokus nicht richtig gesetzt habe. Wenn ich zu sehr ins Gegenlicht gearbeitet habe, dass mir, keine Ahnung, irgendwelche Lens Flares zu viel sind. Also alles so technische Komponenten, wo das schwächste Glied wieder der Fotograf ist. Das sind per se erstmal für mich Fotos, die nicht gut sein können in meinem Kosmos. Also andersrum, ein gutes Foto für mich sollte technisch korrekt gemacht worden sein. Und jetzt ist garantiert die Stelle, wo die ersten von euch schon aufschreien. Ja, was ist wieder technisch korrekt? Ne? Das ist auch wieder so eine Geschichte. Als Beispiel ein High-Key-Porträt, wo ganz viel weiß ist. So rein technisch gesehen wird die Kameraautomatik das ja auch als kaputt bezeichnen, weil einfach viel zu viel Weißanteil dran ist. Vielleicht möchte der ein oder andere Künstler oder Fotograf das Motiv verwackelt haben. Oder er möchte keine Schärfe haben. Also auch wieder eine ganz, ganz subjektive Geschichte. Deswegen schränke ich meine Herangehensweise ein. Für mich kann ein gutes Foto nur ein grundsätzlich technisch korrekt gemachtes Foto sein. Ausnahmen bestimmen die Regel. Punkt 2 ist für mich, ja, ob ich gewisse Bildgestaltungselemente in dem Bild finde. Ob sich der Fotograf, in diesem Fall ich, sich Gedanken ja, zu gestalterischen Elementen gemacht habe. Ob es jetzt Führungslinien oder Linienführung, ein Fluchtpunkt, eine Tiefenstaffelung, Vordergrund macht Bild gesund, Helligkeit, Dunkelheit bewusst eingesetzt,
Schärfe, Freistellung, Unschärfe bewusst eingesetzt, Hochformat, Querformat, mit Perspektiven gearbeitet. Da gibt es ja 5000 Varianten. Das wisst ihr selber. Also bildgestalterische Elemente können zusätzlich ein gutes Bild für mich ausmachen. Ein weiterer Punkt ist natürlich, und der ist auch strittig, eigentlich sind es 4 Punkte, die Bildbearbeitung, was früher die Entwicklung war. Auch dieses Thema, das wird final niemand klären können. Muss das Bild out of cam korrekt sein oder muss es oder darf es nachbearbeitet werden? Mein Dafürhalten ist, ja, es darf. Ich habe den Anspruch, ich mache das Bild nachher so, wie es mir gefällt. Ich versuche natürlich das Maximale schon beim Fotografieren rauszuholen. Aber hinterher darf ich noch mal so ein bisschen an den Schräubchen drehen. Das heißt, ein gutes Bild für mich ist es auch dann, wenn der Farblook stimmig ist. Das heißt, wenn ich die Farben noch ein bisschen angepasst habe, wenn ich vielleicht Schattenbereiche noch ein bisschen angehoben habe, die Lichter noch ein bisschen runtergezogen habe, wenn ich vielleicht leicht vignettiert habe, um den Blick des Zuschauers auch noch mal zu führen. Also eine stimmige Nachbearbeitung ist ein Zusatzpunkt, der für mich ja, das viel bemühte gute Foto ausmacht. Und jetzt kommt für mich das Killerkriterium. Alle anderen Sachen sind, finde ich, auch wichtig. Aber ich habe jetzt bei meiner Auswahl, die sicherlich, ja, ich will nicht sagen Wochen gedauert hat, aber sich, da ist schon ein bisschen Zeit ins Land gestrichen. Ich habe gemerkt, auch hier wieder mag eine Ausnahme die Regel bestätigen. In der Regel sind für mich gute Fotos, geile Fotos, die in so eine enge Auswahl kommen, Fotos, die eine Geschichte erzählen. Die Geschichte für den Zuschauer, aber auch eine Geschichte für mich selber. Es geht nicht nur um dieses Foto. Es geht darum, ich betrachte dieses Foto und ich habe Erinnerung an den Moment, wie es entstanden ist. Wie ist es dazu gekommen? Was ist passiert? Emotionen, was empfinde ich? Das kann auf den Zuschauer überspringen. Es kann aber auch nur für mich sein. Aber da es ja eh meine eigene Top 12 ist, zu der ich gleich ein paar Worte verlieren möchte, sind das so diese 4 Kriterien, die ich ins Kalkül gezogen habe. Also diese technische Korrektheit, bildgestalterische Elemente, eine stimmige Bearbeitung in der Post-Production und ganz, ganz wichtig, die Nummer 4, die Geschichte, die das Bild erzählt oder die es mir erzählt, weil ich dabei war. Da würde ich jetzt auch gar keine Trennung machen. Es sei denn, ihr solltet Top 12 für andere Menschen machen. Aber diese ist jetzt für mich. Naja, ein bisschen ist sie auch für euch, weil klar, ich mag meine Lieblingsfotos mit euch teilen. Nicht, weil ich so ein selbstloser Typ bin, aber weil ich finde, die Fotos, die ihr im Laufe des Jahres gemacht habt, da ist viel Herzblut reingeflossen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ihr habt viel Zeit investiert. Der eine mehr, der andere weniger. Ihr habt euch auch genau vielleicht die Gedanken gemacht, die ich mir bei der Bildentwicklung bzw. Gestaltung gemacht habe. Und am Ende des Jahres verrotten die auf der Festplatte. Also mein Appell an euch, wenn ihr die Zeit findet, macht doch auch mal eure eigene Top 12 am Jahresende. Ich finde, eure Fotos, die haben das allemal verdient. Weil ich gehe davon aus, da steckt genauso viel Herzblut drin wie bei mir. Vielleicht machen die Bilder auch Bock, was Ähnliches mal nachzuschooten. Vielleicht machen die Bilder auch Bock, einfach mal eine Reise anzutreten. Dazu möchte ich eigentlich auch aufrufen. Es muss nicht Reisen sein, aber ich finde, es gibt immer wenig Entschuldigungen, wenn man Bock an Fotografie hat, man nicht den Apparat zu nehmen, sich von der Couch hoch zu bemühen und rauszugehen. Ob es direkt vor die Tür ist, ob es innerhalb von Deutschland ist oder ob man eine Reise antritt. Genug der Diskussion, was ein gutes Foto ausmacht. Jetzt möchte ich euch einfach mal ein bisschen was zu den Geschichten hinter meinen Bildern, die in die Top 12 gekommen sind, von 2019 erzählen. Ja, das Bild Nummer 1, also es ist hier keine Wertigkeit, dass ich das erste jetzt besser finde als das 12. Es ist, glaube ich, ja, mehr oder minder chronologisch nach den EXIF-Daten des Verlaufes im Jahr geordnet. Dieses Porträt, ja, warum mag ich das? Jetzt kann natürlich der eine oder andere sagen, ja, das ist klar, weil da ein hübsches Model drauf ist. Ja, möglich ist das auch, das will ich gar nicht von Hand weisen. Allerdings war die Entstehung von diesem Foto ein bisschen einer neuen Hardware geschuldet. Und zwar hatte ich, oder ich habe immer noch Spaß an mutige Lichtsetzungen zu probieren. Und hier kommt ein Blitz senkrecht von oben und der will ja erstmal verbaut werden. Und die neue Hardware ist ein sogenannter Galgen, der wirklich fest an der Wand montiert ist.
Also ja, wie so ein Galgen, den kann man dann ausziehen. Ich habe extra einen gekauft, der, ich glaube, bis 20 Kilo freigegeben ist, weil diese Hebelkräfte, wenn da ein Blitz kommt, mit dem Lichtformer dran ist, das ist schon nicht zu verachten. Ich glaube, als Lichtformer habe ich dann Beauty Dish mit Wabe von oben genommen. Meine Erfahrung damit ist, die Models müssen einen Hut tragen, weil ihr könnt noch das allerhübscheste Model haben. Diese senkrechte Beleuchtung macht was mit dem Gesicht aufgrund der Tatsache, dass die Augen nur mal in den Augenhöhlen liegen. Ja, ich habe auch schon mal erwähnt, dass ich das Medium Rauch sehr, sehr mag. Wahrscheinlich, weil ich es nicht kontrollieren kann, weil es flüchtig ist. Das Model ist eigentlich keine Raucherin, deswegen Hut ab vor der Rauchleistung. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Versuche ja, nötig waren, bis tatsächlich der Rauch so funktioniert hat. Ja, die Nachbearbeitung war eigentlich keine große Hexerei. Die Kontraste wurden hier ein bisschen verstärkt und ich habe den Rauch ein bisschen rausgearbeitet. Also, was ist die Geschichte hinter diesem Bild? Ich habe mir neue Technik gegönnt und habe mich gefreut, dass der Blitzkopf dem Model nicht auf den Kopf gefallen ist, aber dass das Ergebnis, was ich hier im Kopf hatte, wirklich auch so geklappt hat. Das nächste Bild ist in Norwegen entstanden, und zwar auf den Lofoten in der Nähe des Ortes Fredvang. Ja, Polarlichter üben auf mich persönlich eine ganz, ganz besondere Faszination aus. Ich muss auch konstatieren, dass jedes Mal, wenn ich sie wieder sehe, aufs Neue mir so die ein oder andere Krokodilsträne runterläuft, weil es einfach toll ist, das erleben zu dürfen. Und mir persönlich einfach immer bewusst macht, wie unwichtig doch der Mensch eigentlich auf diesem Erdenrund ist. Wie klein. Aber bevor ich jetzt hier zu episch werde, ja, jeder von euch, der sich schon mal mit der Polarlichtfotografie auseinandergesetzt hat, weiß ja, dass es relativ viele Faktoren braucht. A, muss der KP-Index eine gewisse Stärke haben und braucht ein klares Wetter. Ja, und am besten noch einen Spot ohne Lichtverschmutzung. Das meiste von dem hat an dieser Stelle oder traf zusammen. Ganz links im Bild, die Bergseite, die ist ein bisschen heller. Das ist tatsächlich so ein bisschen Restlicht noch von dem angrenzenden Ort. Aber die tatsächlich für mich im Nachgang spannende Geschichte ist das Erreichen dieses Spots. Ihr seht hier unten so im Bildrand, ja, ich sag mal so eine Eisstruktur mit so gebrochenen Eisschollen. Ich hatte halt eine Bildkomposition im Kopf, wo ich genau wie hier diese Fläche so ein bisschen in den Anschnitt nehmen wollte, also so ein Vordergrund. Hauptmotiv ist natürlich dieses Polarlicht, was so wie aus dem Berg rauskommt. Aber da oben auf den Lofoten gibt es schon mal viel Schnee. Und ich sag mal, die Straßenmeisterei sieht nicht zwingend vor bei ihrer Räumung der Straßen, dass der geneigte Fotograf auch diese Stelle erreichen kann. Also es war so eine Mischung aus, ich weiß nicht, wo ich hintrete, ich weiß nicht, wie tief es runtergeht, ich weiß nicht, wann ich abrutsche, weil der Weg sehr steil war, und ich weiß auch nicht, wann der feste Boden in Wasser umgeht und ob die Eisfläche mich hält. So, und als ich diese Unwägbarkeiten alle gemeistert hatte, weil das wäre nicht das erste Mal, dass ich bis hierhin im Tiefschnee abgegangen bin, musste man eigentlich nur noch das Stativ nivellieren. Ja, und dann ist das Foto entstanden. Foto Nummer 3 ist tatsächlich auch auf den Lofoten entstanden. Ja, ich hatte diese Bildidee, ich möchte nicht sagen schon ganz lange, aber immer wenn ich oben in Norwegen war, dachte ich, wie cool wäre es auch mal einen Porträtshoot zu machen mit einem Model mit total konträrer Kleidung. Also ja, kalt und unwirtlich und ein schickes schwarzes Armkleid mit hohen Absätzen. Glücklicherweise habe ich ein Model gefunden, was bekloppt genug war, meine Idee zu riskieren. Das Foto ist entstanden an dem sogenannten Fredvang Beach. Da haben wir auch gewohnt. Menschenleer. Wir hatten minus 5 Grad, leichten Schneefall. Ja, und irgendwann haben wir uns dazu entschlossen, die hohen Hacken, kann das Model eh ausziehen, weil in dem Schlamm, in dem Sand tut man nichts anderes als einsinken. Und ich glaube, diese Art der Schuhe nennt sich Sandaletten. Ja, die halten auch nicht wirklich die Füßchen warm. Da kann man dann getrost barfuß gehen. Also die Herausforderung war wirklich, und dann nochmal mein Kompliment an das Model, abzuliefern bei ja, diesen widrigen Umständen. Tatsächlich sind auch nicht viele, hier sind wir bei den guten Fotos rausgekommen, weil auch ich hatte nur als Fotograf quasi den einen Walk von ihr, weil dann hatte sie kein Gefühl mehr in den Schuhen gehabt, in ihren Füßen gehabt. Aber auch gerade so der Ausdruck, der Blick, die Schärfe nach Führung, nochmal hätten wir es nicht hingekriegt, weil wir brauchten, glaube ich, eine Stunde nachher, damit sie wieder Gefühl in ihre Füße bekommen hat. Ja,
war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und umso mehr freue ich mich, dass halt auch 3 bis 4 für mich geniale Bilder dabei entstanden sind, die ich mir immer wieder gerne angucke, unter diesen extremen Umständen, die vor Ort geherrscht haben. Bild Nummer 4. Ich habe ja in dem einen oder anderen Video schon mal bekundet, dass ich begeisterter Kraftfahrzeugfreund bin, sowohl Zweirad als auch Vierrad. Und während meiner diesjährigen USA-Reise stand ein Ziel auf der Bucketlist, wie man so schön sagt. Das waren die sogenannten Bonneville Salt Flats. Der eine oder andere wird schon mal gehört haben. Das ist ein ganz, ganz großer Salzsee, der zu einer gewissen Jahreszeit komplett trocken ist, wo Hochgeschwindigkeitstests und Rennen und was nicht alles durchgeführt werden. Leider, leider, wie man auf dem Foto schon sieht, ja, waren die Flats vermutlich nicht zu befahren. Also wir haben es nicht riskiert. Man sieht ganz schön die Strukturen von verschiedenen Reifenspuren. Ich habe leider versäumt, mich im Vorfeld schlau zu machen, was denn wohl die beste Jahreszeit zum Befahren der Salt Flats ist. Gleichwohl war es ein ganz, ganz tolles Erlebnis, diese Einsamkeit und diese Weite da zu erleben. Dieses Foto habe ich mit der Drohne gemacht. Wenn man es nicht zuordnen kann, also das ist eine Straße, die in die Flats hineinführt, endet in einem Art Rondell, wo dann nochmal so eine Art Rampe ist auf die eigentliche Salzebene. Und auch da habe ich für mich wieder mitgenommen, gerade in dieser Einsamkeit mit keinen Menschen, wie klein der Mensch doch ist auf diesem Planeten. Es waren unglaubliche Weiten, eine unglaubliche Ruhe, ja, und auch eine sehr, sehr krasse Landschaft. Ja, wenn ich mich jetzt hier und jetzt festlegen müsste, was vielleicht das Lieblingsfoto von mir aus 2019 ist, ich glaube, die Tendenz geht Richtung diesen Bildes, auch entstanden in dem USA-Trip im Mai in Nevada. Der Tag bestand eigentlich hauptsächlich daraus, eine Strecke von A nach B zurückzulegen. Ziel war der Ort Rachel, nahe der Area 51. Und es gab eigentlich nur diese eine lange Straße, die quer durch Nevada von Utah kommt, führte. Ja, und wenn man dann so beifährt und nicht fotografieren kann, wird einem ja auch schon mal langweilig. Und dann auf einmal war dieses schmucke Fahrzeug vor mir, obwohl ich nicht sicher bin, ob es ein alter Fiat ist oder ein alter Triumph. Ist auch egal. Auf jeden Fall ein zeitgenössisches Fahrzeug, was mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, und dann hatte ich die Idee, Mensch, es wäre doch schön, dieses Foto zu machen oder ein Foto zu machen von diesem klassischen Fahrzeug in dieser unwirtlichen Umgebung, aber mit einer ganz langen Belichtungszeit, damit, so wie es jetzt im Bild im unteren Bereich zu sehen ist, der Asphalt verwischt. Ja, jeder, der schon mal probiert hat, glaube ich, aus einem fahrenden Fahrzeug auf einer nicht ganz so guten Landstraße mit 70 mm eine 1/25 zu belichten, wird ungefähr ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Fotos ich wirklich gemacht habe, bis dieses Foto so entstanden ist. Ich glaube, es waren 40 oder 50. Der Vorteil ist, die Zeit ging rum. Der Nachteil jedoch, ich glaube, der Fahrzeugführer vor uns hat sich, der dachte, wir wären Highway-Killer oder irgendwas, weil der ist, glaube ich, immer langsamer gefahren, nach dem Motto, fahrt mal endlich vorbei. Aber das ging ja nicht. Ich hatte jetzt mein Foto noch nicht gemacht. Ja, welche Überraschung, dieses Bild, habt ihr euch sicherlich schon gedacht, ist auch in den USA entstanden. Die Geschichte dahinter, tatsächlich ist die jetzt nicht so groß. Es war der gleiche lange Tag, wir mussten Meter machen. Und ich glaube, 4 Stunden später stand dieses Kalb auf der Straße und guckte. Und was mich da so erfreut hat, also es war so ein skurriler Anblick. Kilometer passiert überhaupt nichts. Und dann steht dieses, ich sag mal, süßes Kalb vor uns. Und als Fotograf steht es auch noch im goldenen Schnitt, als hätte es das gewusst. Also wir haben so die Führungslinie Mitte Richtung Horizont. Zufällig auch kein anderes störendes Auto da. Und dieses Kälbchen steht nicht nur im goldenen Schnitt, nein, es guckt auch noch in die Kamera. Also, ich sag mal, das war ein sehr posing-sicheres Kalb. Und ja, einfach geil, was per Zufall einem so passiert. Wichtig ist, glaube ich, da immer, dass man wirklich die Kamera griffbereit hat und nicht lange suchen muss. Weil dieser Moment dauerte nicht allzu lange. Weil ich sag mal, nach 5 Sekunden gucken war es dem Kalb auch zu langweilig und ist weiter seiner Wege gegangen. Ja, dieses Bild war tatsächlich einer der Hauptgründe, warum ich im April, im Mai diesen Jahres in die USA gereist bin. Ich hatte von diesem Spot für Tiefflieger gelesen. Die Fans nennen das Ganze Jedi Transition, weil tatsächlich wohl irgendwelche Flugsequenzen von irgendeinem Star Wars Teil gedreht wurden. Schlag mich tot, ich bin da nicht sattelfest. Und
ich habe es ja schon mal in Wales gemacht, fand ich sehr faszinierend, aber in dieser unwirtlichen Umgebung war das nochmal, glaube ich, für mich emotional eine Nummer krasser. Retrospektiv kann ich auch echt sagen, wenn man mich fragt, was waren die geilsten Momente im Urlaub, ich glaube, das war das Ansitzen an diesem Rainbow Canyon, so wird er auch genannt, das Warten auf die Flugzeuge, Sekunden nur Zeit zu haben, richtig zu fokussieren, mitzuziehen, abzuliefern und einem Höllenspektakel mit einer irren Geschwindigkeit. Ja, und dann wieder ein oder zwei Stunden warten, ohne zu wissen, wann der nächste Flieger kommt. Das waren wirklich Momente, wo ich echt runtergekommen bin. Obwohl über 40 Grad waren und man auf dem nackten Gestein hocken musste. Tja, das nächste Foto ist, welche Überraschung, schon wieder in den USA entstanden. Diesmal ja ein Bild vom Observatorium, vom Griffiths Observatorium. Ich habe dieses Foto schon mal gemacht, aber irgendwann bin ich im Internet auf ein Bild gestoßen, das ungefähr so aussah wie dieses jetzt. Und ich war so verwundert und dachte, Moment mal, wieso ist denn Downtown LA direkt hinter dem Observatorium? Das kann doch nicht, da liegen doch Kilometer dazwischen. Ja, der schlaue Fotograf, dem ist dann eingefallen, dass wenn man eine größere Brennweite bemüht, dass Vordergrund und Hintergrund ja zusammengestaucht werden. Jetzt galt es nur noch rauszufinden, wo die Stelle ist, wo exakt die Höhe und der Winkel stimmt, dass man sowas machen kann. Ja, ich habe im Internet viel rumrecherchiert und dann habe ich einfach den Fotografen, dessen Foto ich im Vorfeld der Reise gefunden hatte, angeschrieben. Ja, dieser Fotograf hat sich dann gemeldet, hat mir ausgiebig beschrieben, wie er da hinkommt. Dann habe ich noch eine andere Stelle gesucht und dann sagte der Fotograf, Mensch, lass uns doch einfach treffen und wir fahren zusammen fotografieren. Und das ist einfach so die Geschichte, die ich auch damit verbinde. An dieser Stelle herzliche Grüße, Jeff. Jefferson Graham, ich verlinke seine Seite unter dem Video. Bitte gerne besuchen. Ja, tolles Erlebnis, dass einfach damals fremde Menschen bereit sind, einem zu helfen, damit man schneller zu seinem Ziel kommt. Ich sage es ja immer wieder, Fotografie verbindet. Endlich mal wieder ein Mensch, ne? Und kein Foto aus den USA. Ja, ich kann auch nichts dafür, dass es dieses Jahr von der Auswahl eher Richtung Nicht-Menschen-Fotos geht. Dieses Foto mag ich, weil es so trashig ist. Ja, es war eine Auftragsarbeit, es war eine Hochzeitsreportage. Und Hochzeitsfotografie, Hochzeitsreportagen, finde ich, sind ja immer so ein Spagat. Einerseits muss man den Wünschen des Kunden, der Kunden entsprechen. Andererseits möchte man ja als Künstler auch ja, seine Bildsprache oder seinen Bildstil durchsetzen. Umso geiler ist es, wenn man dafür gar keinen Spagat machen muss und man so auf einer Welle liegt. Dieses Paar, die hatten halt auch Bock auf ein bisschen, ich sag's mal, extravagante Hochzeitsbilder und haben auch richtig viel Zeit eingeplant. Das ist ja auch immer so ein Problem. Ja, dieses Foto ist in der Dusche einer ehemaligen Kaue im Ruhrgebiet entstanden. Für alle die nicht wissen, was eine Kaue ist, das wusste ich früher auch nicht. In der Schwarzkaue kamen die Bergleute mit dreckigen Klamotten von Untertage hoch. Während Parketten wurden dann die dreckigen Klamotten hochgezogen. Ja, dann ging es durch die Dusche, wo dieses Foto entstanden ist, in die Weißkaue, wo dann die sauberen Sachen hingen. Ja, bei dem Shooting hatte ich total viel Spaß und tolle Zeit hatte ich mit dem Brautpaar, weil wir da fotografisch so auf einer Wellenlänge waren. Und ich mag dieses Bild halt, weil es echt trashig ist. Ich glaube, das kann man so sagen. Bild Nummer 10 sind wir mittlerweile angekommen. Ja, auch hier zeigt sich wieder, ich mag Fahrzeuge. Würde mich jetzt auch selbst als Kind der 80er bezeichnen, auch wenn ich in den 70ern, sogar Anfang der 70er, sogar in 70 schon geboren bin. Ich mag den Style der 70er, das kann ich nicht anders sagen. Und dazu zähle ich jetzt auch ein Opel Kadett mit Lammfell und Fuchsschwanz. Ja, oh, wo passt so ein Fahrzeug hin? Natürlich in Ruhrpott, vor eine Zeche, ne? Ja, keine Ahnung, vielleicht verbinde ich mit dem Foto die 80er. Klar, in den Jahren, wo ich groß geworden bin. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Bild Nummer 11. Wir haben wieder einen Menschen. Das Bild spiegelt vielleicht ein bisschen wieder, wie sich mein Bildbearbeitungsstil in 2019 geändert hat. Der Teal and Orange Look, den mag ich sehr, sehr gerne. Tatsächlich, welche Überraschung, ist wieder das Element Rauch dabei. Der flüchtige, nicht kontrollierbare Element in Fotos.
glaube, das Bild ist mit dem 35er gemacht. Ich müsste lügen. Auch eine Brennweite, die ich aktuell mehr benutze als früher vor Porträts, wo ich auch wieder näher ran muss. Ja, das Foto ist entstanden auf einer Einladung bei einem Shooting. Ich musste da zwar zweieinhalb Stunden hinfahren, aber ja, es ist halt auch mal schön, so völlig entspannt aus Bock an der Fotografie zu fotografieren. Und wenn der Mitfotograf noch ein netter Typ ist und man mit dem Model auf Anhieb auch klarkommt und eine Wellenlänge hat, umso besser. Also einfach, ich verbinde einfach eine schöne Fotozeit mit dem Foto. Nicht mehr und nicht weniger. So, und jetzt haben wir es auch geschafft, Nummer 12. Und wer jetzt genau aufpasst, erkennt, das Model steht da noch. Es ist also genau vor dem Hintergrund, wo ich jetzt hier im Studio sitze und zu euch spreche, auch entstanden. Tja, das Motorrad gehört tatsächlich mir. Das ist eine Yamaha MT-01, die ich schon seit nunmehr 7 Jahren besitze. Möchte sie auch nicht missen und ehrlich gesagt auch nicht mehr abgeben. Also eine persönliche Beziehung Mensch-Maschine. Aber es war mal an der Zeit, den Bereich meines Studios umzudekorieren. Wie man im Hintergrund sieht, sind dort Metallspinde und obendrauf alte Fernseher. Und die findet man nicht an jeder Ecke, wenn sie wirklich so used aussehen sollen. Boah, da reist man halt auch schon mal gerne durchs Land, um vermeintliche Requisiten zusammenzukriegen. Und dann muss man die ein bisschen abkärchern, damit die wieder sauber werden. Und naja, also bis der Set so aussah, wie er jetzt aussieht, hat es ein bisschen Arbeit und Spucke gebraucht. Umso mehr freue ich mich, ja, dass es für mich sehr, sehr stimmig ist. Also mit dem Bild verbinde ich, glaube ich, so ein bisschen den Akt des Studioumbaus. Das ist die Geschichte dahinter. So, liebe Fotofreunde, das soll es jetzt gewesen sein. Falls ihr es geschafft habt, bis jetzt wirklich dran zu bleiben, bitte gerne in die Kommentare, wie ihr eure Lieblingsbilder, nach welchen Kriterien ihr die aussucht, ob es vielleicht auch eher Menschen oder Porträts sind oder ob ihr sagt, nee, da habe ich überhaupt keine Zeit für. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und meinen Kanal weiterempfehlt, dass ich weiter wachsen kann. In diesem Sinne, geht raus, fotografiert und würdigt eure Fotos auch am Ende des Jahres. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ich sage mal, bis bald. Tschüss.